Ich wünsche dir viel Spaß. Toi, toi, toi. Danke. So, meine Lieben, ihr habt heute schon so tolle Vorträge gehört und ich bin selber überrascht, weil viele in diesen Vorträgen wurden schon Sachen benannt, die ich eigentlich bringen wollte. Macht nichts. Du bist ja ein Teil von mir und ich von dir. Nein, ich möchte euch eigentlich jetzt zuerst bei oder für Laminein etwas mitgeben auf den Weg, weil ich habe schon mal gehört in euren Gesprächen oder Ausdrücken, dass ihr zum Teil vielleicht nicht immer den Mut habt, Leute anzusprechen. Weil ich kenne etliche, die gerne im Multilevel-Marketing arbeiten würden, aber haben extreme Ängste, Menschen anzusprechen. Ich war auch so einer dabei, der nicht gerne Kaltkontakte macht. Aber ich musste dann über meinen Schatten springen und habe dann angefangen, mit Menschen zu quatschen. Aber ich weiß den Namen nicht mehr von Verena. Sie macht den ganzen Aufbau innerhalb von 20 Minuten mit einer ganzen Fußballmannschaft. Also von dem träume ich noch. Aber ist ja nicht mein Gebiet. Mein Gebiet ist doch mehr, den Menschen auf eine andere Art und Weise zu helfen. Ja, aber du hast den Mut, verstehst du? Und viele und etliche haben nicht den Mut. Genau. Und was ich euch gerne heute mitgeben möchte, eine Art und Weise, wie wir diese Angst auflösen können. Jetzt meine erste Frage an euch. Wer von euch sagt, ich habe Mühe, mit Menschen umzugehen oder anzusprechen? Du? Okay. Wer möchte sich gerne zur Verfügung stellen als Demo? Weil ich möchte euch eine Demo geben und zeigen, wie ich damit umgehe und arbeite. Du möchtest gerne? Okay. Jetzt bevor wir aber beginnen, darfst du noch zu Karin gehen, weil ich möchte dich gerne vorab messen lassen. Machst du zwei? Vielleicht. Zwei Leute? Ja. Also einmal jetzt für die Angst und ich zeige euch dann noch etwas anderes, so wie ich in der Aura arbeite, damit ihr vielleicht einen kleinen Einblick kriegt, was man machen kann. Jetzt geht es eigentlich darum, für mich eben das quasi anzuschauen, wie sieht das bei diesen Menschen aus und was passiert, wenn wir es aufgelöst haben. Und ich hatte das Glück, eben Karin besser kennenzulernen und habe gesehen, dass sie bei Laminein-Fragen nachweislich zeigen konnte, dass der Körper sich verändert. Und dann kam mir die Idee und da habe ich gesagt, Mensch, wenn das hilft bei Laminein, warum soll das nicht bei meiner Arbeit auch helfen? Nur meine Arbeit sieht man nicht. Wenn ich in der Aura arbeite, kann ich nicht sagen, das hat sich verändert. Ich schon, weil ich spüre es, aber der Klient spürt sie auch. Nur beweisen kann ich es nicht. Und dann haben wir mit Karin angefangen, direkt an ihr zu arbeiten. Und das war die erste Testperson. Und wir hatten ganz verblüffende Resultate erhalten. Dann habe ich später gesagt, okay, wir haben eine ganze Palette gemacht, ein ganzes Programm aufgelöst. Dann wollte ich wissen, was passiert, wenn ich jetzt nur bei einer Person etwas auflöse. Ein Sklavenproblem zum Beispiel. Weil wenn jemand von euch mal Sklave war in einem früheren Leben, dann ist er im jetzigen Leben meistens auch ein Sklave. Und wisst ihr, wie er das auslebt? Indem er es allen Personen richtig machen will. Er dient den Personen, okay? Und das heißt, er lebt den Sklaven jetzt auch wieder. Und dann habe ich nur dieses eine Muster aufgelöst bei einer Frau. Wir haben sie nur vorher und nachher gemessen und die Resultate waren verblüffend. Und so habe ich dann verschiedene einzelne Problematiken ausgetestet, weil ich wollte immer mehr wissen, was funktioniert im Körper drin. So wie Käthe uns zeigen konnte, was mit ihrem Gerät nachweislich passiert, wenn sie mit Laminein arbeitet, so konnten wir das jetzt nachweislich zeigen anhand von diesen Messungen. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht und macht immer noch Spaß, weil ich vermutlich der erste Therapeut bin, der das nachweislich beweisen kann, dass etwas passiert.
Um das Ganze vielleicht noch zu erklären, wenn ich etwas aus der Aura wegnehme oder auflöse, kann es sein, dass das ganze Energiefeld zusammenbricht. Also wenn ich jetzt die Messung habe und wir messen nach dem wieder, kann es sein, dass die Messresultate total im Keller sind. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Behandlung oder das Auflösen negativ war. Es bedeutet nur, dass das ganze Energiefeld des Menschen zusammengebrochen ist und es muss sich neu regulieren, wieder neu aufbauen. Das können wir beweisen nach 2 Stunden zum Beispiel. Nach 4 Stunden machen wir wieder Messungen. Das war bei Karin so. Karins Werte waren total am Boden, als ich sie behandelt hatte. Nach 4 Stunden waren die Werte schon sehr ungefähr 50% angestiegen. Und 24 Stunden später hat sie mich angerufen und hat mir gesagt, hey, ich muss dir die Werte sagen, das ist so toll, ich habe fast überall 100%. Das heißt, es braucht einfach dann in dieser Zeit 24 Stunden mindestens, bis sich dann der Organismus wieder regeneriert hat. Ich erzähle meinem Klienten, wenn ich sie bearbeitet habe, sie brauchen mindestens 10 bis 14 Tage zu warten, weil es passiert während dieser Zeit immer weiter noch etwas, weil der Körper steht nicht still. Die Arbeit unterstützt während dieser Zeit den Körper. Das ist einfach vielleicht mal ein bisschen ein groben Überriss, dass ihr das verstehen könnt. Was ich jetzt gerne machen werde, ich werde anhand von Symbolen, ich habe sogenannte freie Energiesymbole, mit denen ich arbeite. Das sind Symbole, die eigentlich von Sternengeschwistern übermittelt wurden. Und zwar um die Jahrtausendwende hatten 2 österreichische Herren die Möglichkeit, dies zu empfangen und das auch zu Papier zu bringen. Das heißt, jedes Symbol hat eine Bedeutung. Ich benutze das in meiner Arbeit, um Auflösungen zu machen. Weil ein Problem, das wir in uns tragen, hat verschiedene Ebenen. Das heißt, wir schwingen alle auf einer bestimmten Ebene, wo wir im Moment uns befinden. Die Probleme, alte Probleme aus der Kindheit, Jugend oder eben aus früheren Leben, kann ich anhand von mit diesen Symbolen aktivieren und ausgleichen. Es gibt auch verschiedene Ebenen, wo das Ganze stattfindet. Wenn ich zum Beispiel sehe und ich hätte jetzt diese Symbole, aus diesem blauen Buch, dann weiß ich, es ist auf einer emotionalen Ebene. Das bedeutet für mich, es sind sehr alte Probleme. Es sind sehr alte Glaubenssätze, Ängste zum Beispiel, die wir in uns tragen, aber nie gelöst werden. Meistens nicht richtig gelöst werden. Dann suche ich natürlich weiter, gibt es eine zweite oder eine dritte Ebene, wo ich es auch auflösen muss. Es kann sein, dass die zweite Ebene dann die Körperebene ist. Das bedeutet, ein sehr altes Problem und ich trage im jetzigen Leben aber Probleme mit aus der körperlichen Ebene. Also ich habe Schmerzen, ich habe Veränderungen, Gelenke, was auch immer. Und es gibt die dritte Ebene, die kann auch auftreten, das ist die geistig-spirituelle Ebene. Und so kann ich durch dieses Auflösen immer der Kern der ganzen Sache erwischen. Wenn ich jetzt nur mit etwas arbeite, dann gehe ich nur auf eine Ebene, was vielleicht aber nicht der Ursprung vom ganzen Problem ist. Um das einfach verständlich zu machen. Jetzt darf ich dich mal bitten. Ich habe gesehen, die Messung ist... Wie bitte? Ja, du darfst doch auch was aufschreiben dann hier. Jetzt muss mir den Namen nochmal sagen. Klaus. Klaus, okay. Also... Du hast mir vorher hast aufgehoben, wo ich gefragt habe, wer hat Angst oder Ängste, Leute anzusprechen, oder? Ich hatte früher viel Ängste. Ich wollte morgen ein bisschen was dazu erzählen, was ich dagegen gemacht habe, aber das ist mehr so formaltechnische Sachen. Mhm. Also hier so Skript und sowas. Das werde ich aber morgen vorstellen. Aber insgesamt habe ich in der Tat Berührungsängste vor unbekannten neuen Leuten. Okay. Kannst du mir diesen Satz, weil das klingt gerade gut, ich habe Berührungsängste bei neuen, unbekannten Menschen. Okay, das ist ein Glaubenssatz. Ja. Und das ist eine Angst. Ja. Oder? Eine Angst,
Und vielleicht kurz noch zur Erklärung. Eine Angst ist immer etwas, was mich vor etwas abhalten möchte. Wenn ich zum Beispiel eine Höhenangst habe, gehe ich mit Bestimmtheit nicht an den Abgrund hier und gucke runter, weil da zittert mein Körper, meine Knie sind weich, was auch immer. Das heißt, die Angst hält mich davon ab, hier an den Abgrund zu gehen und vielleicht abzustürzen. In Tat und Wahrheit bin ich mal abgestürzt in einem früheren Leben oder wurde abgestürzt. Und jetzt sagt mein Unterbewusstsein, Achtung, Gefahr. Geh nicht so weit, weil du kannst dein Leben verlieren. Nur, es ist ja gut und recht. Nur, das Problem ist, wenn ich irgendwo in der Höhe bin und ich kriege die Problematik, dann macht es keinen Spaß. Okay? Und so ist es auch bei ihm. Das sind irgendwelche Ängste, die ihn hindern, an neue Menschen heranzutreten und zu reden. Weil er hat irgendwann, im früheren Leben, eher meistens, hat er diese Problematik schon mal in sich getragen. Oder hat es erlebt. Und jetzt sagt sein Unterbewusstsein, wenn ich an neue Menschen gehe, kann ich verletzt werden, zum Beispiel. Okay? Das sind einfach Beispiele. Ich sage jetzt nicht, dass es genau so gewesen ist. Aber ich bitte dich jetzt einfach, mir diesen Satz hier mal aufzuschreiben. Moment, ich muss noch ganz kurz was sagen. Schreib es mir ungefähr nur bis hierhin. Diesen Streifen brauche ich frei für meine Symbole. Ja. Okay? Dann schreib mir bitte mal deinen Angstsatz auf, den du vorher gesagt hast. Ja, kannst schon noch ein bisschen schreiben. Schreib es halt ein bisschen enger zusammen, geht schon. Ja, ja. Okay, jetzt machen wir gleich noch eine andere Frage. Hast du irgendwelche Geldängste? Ja. Okay, was ist deine Angst? Das Geld nicht reicht am Monatsende. Das heißt, du hast Existenzängste? Ja. Okay, dann schreib mir mal auf, ich habe Existenzängste. Andere Farbe? Nee, kannst die gleiche nehmen. Gut. Jetzt machen wir noch was anderes. Ich zeige euch, wie ihr zum Beispiel etwas austesten könnt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt den kinesiologischen Test, das ist der Armtest. Ihr könnt es aber auch anders machen mit Eigentests etc. Wer kennt den Armtest? Sozusagen alle, ja? Gut, gibst du mir mal einen gestreckten Arm und drück einfach nach oben. Ich drücke gleich nach unten. Okay, es ist stark. Jetzt sag mir einfach bitte mal nein. Nein. Drück wieder nach oben. Nein. Nein. Ist die Kraft nicht da. Sag bitte ja. Ja. Drück nach oben. Ja. Ja. Okay, jetzt machen wir noch schnell einen anderen Test. Okay. Schau mir bitte das mal an. Ja. Und jetzt drück nach oben. Ja. Was passiert? Totale Negativität. Jetzt habe ich die andere Variante. Jetzt darfst du die mir anschauen. Drück nach oben. Habe ich keine Chance mehr. Okay? Das bedeutet nur schon der Ausdruck. Wenn du jetzt zum Beispiel Angst hast, wie ist dein Energiefeld? Das heißt, was strahlst du aus, wenn du Angst hast? Gehst du da voll hinein ins Leben und sagst, so ist es? Oder bleibst du eher stehen und sagst, lieber nicht? Ich gehe rein, aber mit einem Ärger im Bauch, dass ich es machen muss. Und tust du es dann auch? Manchmal, ja. Manchmal, nicht immer. Nicht okay. Wenn du aber diese Ausstrahlung hast, du kommst morgen, wenn er reinkommt, kommt er so rein. Wie seid ihr dann drauf, wenn ihr ihn seht? Wow, toll. Der Klaus, super, oder? Genau. Und jetzt geht es folgendermaßen. Ich möchte mal schnell sehen, was bei dir passiert, wenn du diesen Satz sagst. Jetzt kannst du einfach mal eine Hand zum Beispiel hier drauf auf diesen Satz halten. Sag ihn mir mal laut vor. Ich habe Berührungsängste mit neuen unbekannten Menschen. Jetzt drück nach oben. Ich habe Berührungsängste mit neuen unbekannten Menschen. Was passiert? Es sagt ja. Das heißt, ich habe Angst. Also eindeutig hat er Angst. Und wenn er in dieser Energie morgen reinkommt,
dann funktioniert es nicht gleich. Oder? Und wenn du in die Welt rausgehst, zu Menschen, und willst denen was vorstellen, das wird nicht funktionieren. Nicht in diesem Ausmaß. Du hast viel mehr Probleme, weil du selbst nicht die Kraft hast, zum sagen, voilà, das ist es. Okay? Und das wollen wir jetzt schauen, dass dich diese Angst erlöst. Oder die können wir mal erlösen. Wenn du das möchtest. Würde mich freuen. Gut. Halte mal noch hier die Hand drauf. Sag mir diesen Satz. Ich habe Existenzängste. Drück nach oben. Ich habe Existenzängste. Ja, das reicht. Knall ab. Keine Chance. Okay. Du darfst wohl einen Moment schnell hierbleiben. Ja. Ich mache Folgendes. Ich mache jetzt hier eine Klammer hin. Und ich setze hier eine mathematische Formel. Du bist ja Mathematiker, hast du gesagt, oder? Ja. Was bedeutet das? Mal minus 1. Ist das richtig? Ja, sollte es sein, ja. Ja, ich kann es erkennen. Das heißt, es soll alles umkehren. Genau. Das heißt, ein Glaubenssatz wie dieser oder dieser, sind die positiv? Nein. Die sind negativ. Also, meine Aufgabe ist es jetzt, diese Negativität in etwas Positives zu verändern. Schon mal, daher die mathematische Formel, das hilft mir schon mal, negativ mal negativ gibt positiv. Das ist schon mal ein Schritt. Ich lasse mir jetzt über meinen Pendel Symbole zeigen, die gehe ich mal schnell ab und ich bin nicht der große Pendler, weil ich lasse es mir zeigen von meinen Helfern. Und ich gehe einfach mal schnell hin und muss schauen, auf welcher Ebene funktioniert das bei ihm. Und sie zeigen mir zum Beispiel jetzt gerade die Emotionalebene. Das heißt, dein Problem ist auf emotionaler Ebene zu suchen, aber schon sehr alt. Das heißt, es existiert nicht nur seit diesem Leben, sondern du trägst das schon aus früheren Leben mit dir. Hast du da schon irgendwelche Probleme gehabt? Also Probleme kann ich mich nicht daran erinnern. Na, als früherige Leben nicht. Dein früheres Leben kannst du schon nochmal. Aber so Déjà-vus habe ich schon gehabt. Und? Und? Okay, in der Zwischenzeit habe ich meine Symbole gekriegt. Ich habe sie so hingemalt. Darfst du wieder auf die andere Seite kommen? Jetzt wollen wir mal schauen, was passiert. Halte mal deine Hand hier auf deinen Satz. Sagen mir bitte nochmals. Ich habe Berührungsängste vor neuen unbekannten Menschen. Drück nach oben bitte. Ich habe Berührungsängste vor neuen unbekannten Menschen. Ja, jetzt erlässt zum Teil etwas nach, ist es aber noch nicht weg. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann weiter fragen nach Symbolen oder ich lasse dich eine Symbolkarte ziehen. Ich mache das jetzt schneller, weil ich will ja nicht, dass ihr weiß nicht, wie lange da sitzen müsst. Wenn es nachher weg ist, sitze ich gerne lange da. Ja, na, die anderen. Jetzt darfst du einfach mal hier dann eine Karte ziehen. Ein komisches Gefühl, was anderes. Ja. Aha. Ja. Beginn zu fühlen. Super. Danke. Dankeschön. Okay. Sieht auch anders aus. Ja, es passiert vieles, ja. Also das ist einfach eine Möglichkeit, wo ich wirklich weiß, die Angst bleibt weg. Weil ich habe so viele Menschen schon behandelt, die kommen und sagen, ja, ich habe die Ängste aufgelöst, ich habe die Glaubenssätze aufgelöst. Ist alles weg. Ich hatte eine Dame, haben wir Glaubenssätze aufgeschrieben und wenn die Leute nicht wissen, was sie mir sagen sollen als Glaubenssatz, weil sie spüren es nicht oder sehen es nicht, dann gehe ich in ihr Herz hinein und fühle mit meinem Herzen das Herz des anderen. Und dann habe ich die Antwort gehört, ich habe keine Selbstliebe. Dann habe ich gesagt, ich habe keine Selbstliebe, sie soll das bitte aufschreiben. Dann wollte sich weigern, wollte das nicht aufschreiben. Dann hat sie gesagt, nein, das kann nicht sein, weil seit 10 Jahren arbeite ich bewusst an meiner Selbstliebe. Ich habe schon alles gemacht. Ich war in Seminaren, ich habe jenes und jenes getan. Ich habe die Selbstliebe. Dann habe ich gesagt, ja, warum höre ich es dann?
Weil wenn ich es höre, hat es nichts mit mir zu tun, sondern es hat mit der Person zu tun. Das ist die Antwort des Herzens. Also wir haben jetzt 4 Messungen gesehen, vorher, nachher. Das erste war Klaus. Bei Klaus ging es um die Glaubenssätze auflösen. Was ihr hier oben seht, ist das EKG. Also das wird der Puls gemessen, werden 500 Pulsschläge abgenommen. Und du hast das, glaube ich, vorhin so schön gesagt, das ist mit Herz. Ja? Und im Prinzip sagt uns das Herz alles, schon bevor wir eine Entscheidung treffen, hat das Herz schon die Entscheidung getroffen. Und das ist das, was das Nilas Gerät hier sichtbar macht. Hier wird das Rhythmogramm abgebildet. Der Körper hat 20 Körperrhythmen, die dort analysiert werden. Es ist eine Logistik dahinter, es sind Parameter dahinter, es ist ein medizinisches Messgerät. Und jetzt seht ihr, wie ist der Funktionszustand. Also so sah das vorher aus, als er die Glaubenssätze noch hatte. Also es ging wie auf der Achterbahn hoch und runter, eher unten als oben. Nach der Auflösung ist der Funktionszustand einfach im oberen Level. Jetzt sieht man, in welchem Frequenzspektrum hat sich das abgespielt. Es geht ja immer um das Gleichgewicht Sympathikus, Parasympathikus. Gebe ich Gas oder stehe ich auf der Bremse? Ja? Und dann sieht man das neurohormonale System. Jetzt werden hier die Prozente ausgeworfen. Das ist jetzt mal nicht so wichtig von der Analyse her. Hier geht es jetzt zum Beispiel darum, das Stressprofil zu sehen. Wenn wir Stress haben, ist alles eng und ganz hoch. Also wir haben wie so einen Tunnelblick und das wirkt sich auf unser Herz aus. Jetzt seht ihr, nach der Auflösung der Glaubenssätze ist dieser Stress runtergegangen und es entspannt sich. Ja? Wenn es jetzt noch optimal wäre, wäre das noch mehr in der Mitte. Ja? Dann ist es wirkt ja noch, es arbeitet ja noch. Hier seht ihr, dieses Katerogramm ist praktisch die Draufsicht von dem oben. Als wenn ihr wie so ein Vogel oben runterschaut. Wenn jemand dieses Profil permanent fährt, dann muss er bald zur Herz-OP. Ja? Also Stress, Enge, Druck, permanente Belastung. Und wenn er hat 2 Glaubenssätze aufgelöst, 2. Wir haben x Glaubenssätze. Aber wichtige Glaubenssätze für das, was wir jetzt tun wollen. Und da seht ihr, plötzlich kommt hier Entspannung rein. Ja? Und er fühlt es ja auch. Hier sieht man Autokorrelation. Autokorrelation heißt Auto selbst. Ja? Wie macht der Körper das jetzt selbst, dass er immer wieder in die Balance geht? Das ist ein sehr niedriger Wert. Also ihr seht, 35 bis 145 wäre der Normalbereich. Er war bei 425, als er gestartet ist mit diesen Glaubenssätzen. Anschließend war er bei 90. Das hat keine 10 Minuten gedauert. Ja? Hier sieht man die Neurodynamik. Diese Kreise oder diese Punkte sind 360 Messpunkte, die im Körper einfach bestimmte Dinge messen. Ja? Und da ist der Maximalwert, also hier ist die zentrale Regulation. Wie macht der Körper alles? Könnt ihr euch vorstellen wie der Dirigent im Orchester? Ja? Der muss alles managen. Das hat er vorher zu 29% gemacht und du hast das Feedback erhalten, du sahst hinterher anders aus. Man sieht das. Ja? Jetzt bist du bei 100%. Von 29 auf 100%, nur weil du 2 Glaubenssätze losgelassen hast. Ja? So, das ist der absolute Knaller. Das ist die Energie, die Lebensenergie. Ja? Wenn du so eine Glaubenssätze mit dir herumträgst, dann hat das auf deine Atmung Einfluss. Das heißt, du hältst den Atem zurück, du blockierst das Einatmen, aber auch das Ausatmen. Diese blaue Pyramide zeigt, wie viel Energie baust du auf und die rote, wie viel verbraucht der Körper. Ja? Jetzt seht euch mal diesen Unterschied an. Plötzlich hat er Reserven und so sieht er auch aus. Ja? Und da passiert was. Ja? So, das ist die Gehirnaktivität. 37%, anschließend 100%. 100%.
Das heißt, hier oben ist Klarheit in der Birne. Ja? Und du hast das vorhin super gesagt, der Alpha-Zustand. Guck mal, wo er in dem Bereich war. Er war im Alpha-Zustand. Ja? Er war in der Lage, in den Alpha-Zustand zu gehen, anschließend. Hier hinten, wenn dieser Bereich sehr belastet oder sehr hoch ist, dann ist permanenter Stress angesagt. Ja? Das ist der Biorhythmus. Der Biorhythmus sagt, wie viel Ordnung besteht im Körper. Und das waren 10%, als du gestartet bist. Jetzt bist du bei 100. Von 10 auf 100%. Ja? Das ist mein Lieblingschart. Ich liebe es, ich liebe es. Also, das ist die gerontologische Kurve. Die sagt etwas darüber aus, wie reguliert mein Körper, wenn die Situation XYZ heißt. Das heißt, er ist 57 Jahre alt. So wie er vorher aussah, sagt der Körper, du, weißt du, aber eigentlich bist du schon 61. Das tut mir ja wirklich fürchterlich leid, aber sorry. Ne? Nach dieser Messung, guck dir mal das Alter an. 31, du bist 57, dein Körper reguliert jetzt, als wärest du 31. Aber bis 29 macht man nicht, ne? Ja. So, jetzt seht ihr hier, das war der Vorherzustand, also das war der körperliche Zustand von den Hauptregulationsmechanismen. Und das ist der jetzige Zustand, 3 mal 100%, 1 mal 96. Ja? Dieser Index ist der Gesundheitsindex, die Zusammenfassung aller Werte. Und diese blaue Linie oder das blaue Feld zeigt an, wie ist es bezogen auf mein Alter. Also hier hat er weniger in der Reserven, als er alt ist. Und hier hat er jetzt plötzlich 65% Reserve bezogen auf sein Alter. Stellt euch das mal vor. Ja? So, das ist die Aura. So, die Aura heißt das Energiefeld, was strahlt er aus? Er hat gesagt, er kann nicht auf andere Leute zugehen. Und wenn er das ausstrahlt, empfängt er das, was er ausstrahlt. Ja? Und interessanterweise kann man dann immer sehen, wo sind die Angriffe.